Ja, hallo zusammen, Mr. Flux, Kommentator 70 mit einem weiteren Gast-Replay. Und hier kommt die zweite Runde oder eben das zweite Replay, wie ihr wollt, von dem Danny 18-12-1985 aus dem Clan 404- mit dem T100LT, den 10er Light, der Rust-Fraktion auf der Map Highway im Südwesten diesmal gestartet. Aber reines Zählergefecht ist geblieben: 6 Heavys, 2 mittlere Panzer, 2 TDs, 3 Light, 2 mit der Arti. Munitionsverteilung hat er die Premium-Munition auf die Position 1 gesetzt. 30 mal AP, ne, die hat 230 Durchschlag. Quatsch, 248 Durchschlag bei 300 Damage. Der ging nicht durch. WZ111 5A. Seitwärts nicht penetriert, aber jetzt hier der Frosch. Ja, der Frosch. Der Frosch. 155 penetriert. Ein zweiter Schuss noch hinterher. Wohl, zwei Treffer schon mal. Kommt noch vielleicht ein dritter Reload-Zeit. Kann ich ja nochmal sagen, hier 7,6 Sekunden. Wird ein bisschen weniger sein. Sagen wir mal 7 Sekunden. Einziehzeit 1,9. Der Schuss scheint nicht angekommen zu sein. Wie gesagt, auf der Position 2 hatte die Standardmunition APCA mit 300 Damage, 230 Durchschlag. Wieder nicht penetriert im WZ-111-5A. Jetzt den EBR-100 nochmal einen Schuss hinterher. Aber da war die Granate ein bisschen zu langsam wahrscheinlich. Ah, zwar vorgehalten, aber verzogen, die Knifte. Macht nichts. Vielleicht jetzt. Der ist angekommen. Jawohl. Aber nur ein Kettentreffer oder der EBR 105 war schon raus. Er hat keinen Schaden registriert bekommen. Ja, auf zur Position 3 die HE-Sprenggranate mit 360 Damage, 50 Durchschlag. Dann haben wir kleines Redkit, kleines Bigkit und verbesserte Ration für die russische Crew. T110E3, wieder der Team, ja, der 10er TD, turmloser TD der Amerikaner, wie im letzten Replay auf Bergpass. Das war irgendwie schlecht eingezielt oder verzogen. Der ging links daneben. Ah, ist zugegangen. Kann man nochmal einen Schuss hinterher setzen. Aber egal. Mission kommen wir gleich dazu in der Feldausrüstung. Habe ich am Anfang gesehen. Ist so wie jetzt auch. Ja, Autoposition 1, Sichtsystem des Kommandanten. Jetzt erstmal hier die Maus seitwärts penetriert. Kommen wir zur zweiten Position. Das ist die Optik, die er mit Anleihen und Bones erwerben kann. Und auf der Position 3 geräuscharmes Abgassystem. So wie auf der Position 4 mit Detektive eingesetzt, auch geräuscharmes Abgassystem. Ja, dann konnte hier die Frosch 155 nochmal penetrieren. Sind wir bei 1200 Damage angekommen. Hier der Manticore. Ja, der Manticore war schon raus, aber der Schuss ist auch noch angekommen. Leopard 1 dort oben. Auf dem Hügel. Jawohl. Der ging durch. Sehr optimistisch da, der Leopard 1. Ja, da geht er zwar auf. Da steht noch ein 121B. Der ihn jetzt natürlich... Nee, der hat ihn gar nicht penetriert. Das war der Leopard 1. Der hat auf ihn drauf gehalten. So, so. Ich dachte jetzt, der 121B war das. Das war der Leopard 1. Ja, da muss aufpassen. Sehr gute Kanone, der Leopard 1. Da kommt er nicht auf den 121 drauf. Aber jetzt. Jawohl. Auch mit seinem 5 Grad hier Gang. Gang Depression von der vom Rohr. Konnte trotzdem den 121B penetrieren. Jetzt hatte ich gerade wieder einen Sprachhänger. Tut mir leid. 4:7 steht es. Zur Mission kommen wir gleich. Erstmal hier vielleicht die Leopard 1 noch. Ne, der steht dahinter. Oh, was haben wir hier schön? FV 215 B183. Ja, der sollte mal ein bisschen Abstand gewinnen. Der klatscht einen weg. Eine Sheridan haben wir da unten noch. Im Flussbett. 5:7 steht es. Ah, hier schießen schon wieder die Raketen. Jetzt hier auf den FV. Oh, hier Schädel, ganz nah.
Ja, da geht er auf. Da geht er auf. Konnte einen Schuss auf den Sheridan nehmen. Der Sheridan greift an. Schmörgelt ihn eine HE rein mit 500. Ja, der Schnittzwang 103B. Pinnt ihn an, er soll zurückfallen lassen sich. Oh, hier. Arti. Eine Arti hat ihn jetzt hier ein bisschen gestand. Nochmal. HE vom Sheridan. Aber der Sheridan hat eine lange Nachladezeit und er kann den Sheridan rausnehmen. Erster Kill. Nein, da bedankt er sich für die Hilfe. Olle Wetter. Der war satt. 492 Heat gefressen vom WZ111-5A. Der hat Aua gemacht. Ja, erstmal hier das Funkgerät rausgekloppt. 26 HP hat er noch über. 9:9 steht es. Und wir sind gerade noch nicht mal bei der Halbzeit. Das war ein satter Treffer. Der hat wehgetan. Ich hoffe, der Natur geht es noch gut. Da in dieser Flunder. Oh ja. FV. Der Kinderwerfer. Sternzerstörer. Wie man auch will. Sowieso mal 3.000 Damage. Ja, sage ich mal, im 10er-Gefecht, ja, bei Halbzeit so ungefähr ausgeglichen, würde ich mal sagen, ne? Aber eben von den Hitpoints nicht ausgeglichen. Jetzt hat der WZ111-5A endlich mal richtig gefressen und da geht er auch raus. 11:10. Jetzt kommt der Vorteil, aber die Hitpoints, 1236 Hitpoints gegen 3164, also so ein ganzer Vorteil ist das noch nicht so ganz, ne? Das war jetzt irgendwie doppelt gebobbelt. Naja. Ich bin ja kein Profi, ich mache das ja nur hobbymäßig hier. Ja, da flitzen wir hier über die Pläne. 72 km/h vorwärts, habe ich vorhin schon gesagt im letzten Replay. Und 25 km/h rückwärts. Hilfe! T110-5. Hilfe! Ich bin dick und unbeweglich. Oh ja, 16 HP hat der T110-5. Ich glaube, der ist hier gerade rausgegangen. Jupp. Ich glaube ja. Jupp. Das waren seine letzten 16 HP. Und ab in die Garage. Leider. 11:11. Ja. Deine Kuh muss jetzt ohne Radio auskommen. Wir müssen selber singen. Nein. Ist natürlich kein Radio, ist Funkgerät. Ne, das... Hier die Funk- bzw. Sichtsystem ist da beeinträchtigt. Dadurch, dass hier das Funkgerät ausgefallen ist. Oh, hier schön. FV215B83. Schön penetriert. Aber jetzt muss er wegflitzen hier. Uiuiuiui. Das war knapp. Na? Da hat hier die 10er Art, die der Amerikaner fast ihn weggehört. Batzt hier mit T, also die T100, nein, die T92 AMC. Meine Güte, was ist denn jetzt los? Jetzt habe ich Knoten in der Zunge. So, 5,5 Minuten noch. Gute. 12:11. 1200 Damage. 740 Hitpoints gegen 2000. Ja. Da rammt er sich noch bald in die Jagdgründe. Jetzt hier die E7. Schön ins Heck geschossen. Und kann er die E7 rausnehmen? Ah! Ja! Kritischer Treffer. Aber E7 ist trotzdem rausgegangen. 13:13. Da ist die Conqueror. Sorry.
Wir sind bei 5000 Damage angekommen. Jetzt wird mein Hals trocken hier durch das Kommentieren. Trinken vergessen. Auto eben drauf und raus mit der Arti. Zweiter Kill. Sorry. Wir gucken mal an der Mission hier. Das ist hier leichter Panzer 8. Raus aus der unserer Basis. In Richtung T55A. So, wir sind zurück auf der Pläne. In Richtung einer Basis. Endgegner ist hier der Sternzerstörer. Kinderwerfer. FV-215B-183. Plunder gegen Pettes Rohr. Nach dem letzten Spot noch 1381 Hitpoints hat hier der FV. Ah, der FV hat verschossen. Das ist die Gunst der Stunde, hier der Gunst der Minute, so gesagt. Ja, umkreisen, Schuss in die Seite. Jawohl, jetzt dahinter bleiben. Jetzt dahinter bleiben. Jetzt dahinter bleiben. Ja, weg da. Der kommt durchs Haus durch. Vorsicht, ich muss noch mal husten. Sorry. Ja, trockenen Hals hier. Ich hätte mir was zu trinken nehmen sollen. Aber jetzt stehen wir das noch durch hier. Die 2,5 Minuten. Jetzt doch Abstand gewinnen. Ja, er hätte nicht rückwärts fahren sollen, ne? Aber ich glaube, er ist sehr nervös gewesen da am Ende. Er war dann doch sehr nervös. Immerhin nur 26 AP. Ja. Entweder den FV überraschen. Oh ja, wunderbar. Schöner Seitwärtstreffer da nochmal auf den FV. Oh, jetzt. Oh, da hat er Glück. Da hat er Glück. Habt ihr das gesehen? Da ist die Riesengranate an ihm vorbeigeflogen. Ne? So groß wie ein VW-Bus. Und tschüss. Mach's gut. Jawohl. Sehr schönes Ende. 3 Kills und wir sehen uns in den Stats. Sehr schön. So, und dann kommen wir zu den Stats. Ja, ich habe mir erstmal was zu trinken geholt. Ja, dass ich hier nicht weiter rumhuste. Ja, am Ende hat er Glück gehabt. Ne? Aber richtig Glück. Da fliegt die fette Granate vorbei. Ja, er war wohl am Ende richtig nervös. Die anderen haben es auch geschrieben, die E7, er soll kein Auto eben nehmen. Und ja, der Stritzwagen 103 war auch dabei, hat auch gesagt, uiuiuiui, pures Glück. Und beziehungsweise den Conqueror GC hat das am Ende geschrieben, pures Glück. Ja, das hat er auch selber geschrieben mir, dass er da Glück gehabt hat. Aber so ist es manchmal, ne? Man ist nachher sehr nervös und mit 26 HP. Zu Recht, ja, waren bestimmt Fahrfehler dran, aber ich will mich da gar nicht so weit rauslehnen, ne? Das ist die Anspannung nachher, das Gefecht noch zu gewinnen, ne? Gegen den FV-215B-183 war bestimmt nicht einfach mit den Nerven und da war er ganz schön am Ende, würde ich mal sagen. Aber egal, sehr glücklich ausgegangen, sehr schöne Runde geworden. Und wir kommen zur Auswertung. Dann haben wir hier das Panzer, dann haben wir Spieler, Schläger, Wirkungsfeuer. 126.557 Credits, XP, kommen auch später zu. 7 von den Anleihen, Unterstützungsmedaille, Verteidigermedaille und Großkaliber. Geben einen Teamscore, 6.972 Damage, 3 Kills, 1.316 Basis-XP. Immerhin die meisten XP von dem Team geholt. Ne? Und hier ein Report rein. Hier 37 Mal geschossen, 30 Mal getroffen, 25 Mal durchschlagen. 2707 Damage über 300 Meter. Ja, und dann hier 1420 Aufklärungsunterstützung schon weiterer Teammitglieder. Macht einen kombinierten Schaden von 8392. Gefahren 8 Kilometer. Wow.
ja, 8 Kilometer über die Pläne gedüst, hin und her. Dann haben wir 56.247 Credits, dann Missionsbonus 42.186 dazu. Abzüglich Repair, Munition, die natürlich sauteuer da ist, und dann haben wir die Ration abgezogen und geht, sind 54.932 Credits. Miese, aber egal, sehr schönes Ergebnis. Und dann haben wir 13 Minuten Spielzeit, dann konnte der Alpha 215B183 auch in die Garage gehen. Ja, dann die Basis-XP plus Siegbonus haben wir 1974 XP und 99 freie Erfahrung. Noch eine kleine Schnappzahl, hier nochmal eine Schnappzahl. Zweimal Prost, bitteschön. Ja, sehr schöne Runde. Zwei sehr schöne Runden von ihm hier mit dem T100LT. Bin wieder zu schnell und verhassle mich. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Vor allen Dingen jetzt hier die letzte Runde mit dem spannenden Ende. Ja, dass natürlich die Mitspieler da immer schlauer sind. Oder der, man weiß es nicht, wie sie es genau meinen in dem Sinne. Das ist ja nur geschriebene Worte, keine Emotionen. Na, sie meint es ja auch gut. Können sich vielleicht in diese Lage reinversetzen. Und es ist ja gut ausgegangen. Ne? War eine sehr schöne Runde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich sage ciao, bis zum nächsten Mal.